Also die Cyberkriminalität ist in der Tat 12,5% in Bayern angestiegen. Das ist ein herausragender Wert, weil fast alle anderen Kriminalitätsbelastungszahlen gesunken sind. Wir haben jetzt die geringste Kriminalitätsbelastung seit 40 Jahren in Bayern. Aber es zeigt auch, dass ein Teil der Kriminalität sich in den virtuellen Raum verlagert. Das geht ganz einfach an beim Warenbetrug, der früher halt an der Theke stattgefunden hat, an der Verkaufstheke, heute auf Verkaufsplattformen und geht hinein vor allem in den Bereich der Erpressungen mit Würmern, Trojanern und allen Varianten, dass tatsächlich das Gesamtsystem verschlüsselt wird. Wir raten mittlerweile tatsächlich nicht, das Backup in der Cloud abzulegen, sondern eine physikalische Trennung durchzuführen, um gegen derartige Angriffe gerüstet zu sein. Aber es gibt auch die Variante, dass eigentlich mit einem bevorstehenden Angriff gedroht wird. Und das ist dann natürlich im Rahmen der Prävention die ganz spannende Aufgabe. Ist die Firma mit ihrem privaten IT-Dienstleister und unter Beratung der Polizei in der Lage, dass sie sozusagen sagen kann, ja, den Angriff kann er schon starten, der macht uns nichts. Große Herausforderung. Also was wir als Polizei tun, ist die Beratung zu intensivieren. Insbesondere bei der jungen Generation sind wir jetzt stark unterwegs. Da sind wir manchmal noch so ein bisschen der einsame Rufer in der Wüste, weil ja alles easy going ist. Mit einem Wisch ist man sozusagen wieder in einer neuen Welt entfernt. Die Unternehmer selber haben eine ganz starke Aufgabe. Fangen wir mal mit dem einen an. Es nutzt nichts mehr, sich sozusagen bloß mit dem neuesten Update und der Firewall aufzusetzen. Die Zeiten sind vorbei, wo der Ratschlag lautet, pass auf, wenn du deine Daten gibst. Wenn ein Amazon-Chef gehackt wird, zeigt das schon, dass der bestimmt nicht die letzte Version der Firewall vergessen hat aufzuspielen. Das ist da bestimmt gemacht worden. Man muss sehen, dass wir insgesamt zu mehr Prävention kommen. Das bedeutet auf der einen Seite Backup, das wirklich sich einem Verschlüsselungstrojaner entzieht. Daher physikalische Trennung, nicht angebunden in irgendwelchen Cloud-Netzwerken, weil da der Trojaner sich ebenso ausbreitet. Und wir müssen schauen, dass wir sozusagen unsere polizeilichen Ermittlungen stärken. Das geht nur zusammen mit dem Unternehmen und dem IT-Dienstleister, indem wir auch virtuelle Tatortarbeiten, die Spur verfolgen, die Spur des Trojaners und die Spur des Geldes. Das, glaube ich, ist ein ganz ein wichtiger Baustein, damit sozusagen der größte Schwachpunkt im Unternehmen ist und bleibt, egal welches Unternehmen, das ist der Mensch. Jeder Mensch ist unzulänglich und er muss einfach auch auf die Gefahren hingewiesen werden und wiederholt darauf hingewiesen werden. Es ist der Leichtsinn, dass man eben einen Augenblick nicht daran denkt, einen Wischer nicht daran denkt. Also der Ratschlag ist in der Tat vorher denken und dann erst wischen auf dem Smartphone.